willkommen zum Filmdialog. 100 Dinge, die mich stören an 100 Dinge. Die Kamera, die Beleuchtung, das Set, die Schauspieler, alles andere. Ich mag nicht, wie Florian David Fitz aussieht, wie er sich anzieht, wie er redet, wie er sich artikuliert, was er für ein Skript geschrieben hat, was er für ein Drehbuch gemacht hat, dass er Regie geführt hat, dass Matthias Schweighöfer dabei ist, dass Kinder über Vorhüte reden, dass einfach mal alles an dem Film schlecht ist, dass die Ausleuchtung nicht passt, dass alles grausam aussieht, dass man aussieht wie in der Werbung. Man soll den Mittelstand darstellen mit Werbung, mit Häusern, die über die ganze Stadt gucken können. Ich hasse es. Es ist einfach nur schlecht gefilmt. Die Charaktere haben keinerlei Tiefe. Man weiß nicht, wie man ein Drehbuch aussetzt mit realistischem Anfang, Mitte, Ende. Die Wette ist total dämlich. Mark Zuckerberg als Bernd Zuckerberg oder so darzustellen, ist scheiße. Und warum nehmen wir ein russisches Model? Alles ist schlecht an dem Film. Warum kriegt sowas Filmförderung? Ich hasse diesen Film. Ich habe gar keine Punkte mehr und los geht's mit der Kritik. So, 100 Dinge. Ist ein Film von Florian David Fitz. Boah. Der ganze Tag, ja, fand ich eigentlich ganz nett. So, tatsächlich gab es früher so die ersten Schweighöfer-Filme. Der Nanny, Schlussmacher. So, das fand ich gute, nette Komödien. Aber ich weiß nicht, was ist bei 100 Dingen schiefgelaufen. Ich kapiere es nicht ganz, was die Kritiken auch dazu brachte, zu sagen, ja, das ist ja eigentlich ziemlich gut. Eine Frau wie Antje Wessels, die ich ja eigentlich sehr respektiere, auch sagt, das ist eigentlich ein guter Film. Ich kapiere es nicht. Es gab Filmpreise für diesen Film, für bestes Drehbuch. Weil die Aussage ist halt, 100 Dinge. Wir in unserem Leben bräuchten 100 Dinge, um glücklich zu sein. Mhm. Und früher hätten unsere Eltern nur 50 Dinge gebraucht und unsere Großeltern... So, der Film beginnt so, genau, mit der alten Zeit, Nazi-Zeit, DDR und sowas. Sie hatten zu wenig, aber waren anscheinend glücklich damit. Und die verwischen halt die Zeit ein bisschen gefährlich im Sinne von, ach, da war man halt mal Nazi und dann nicht. Da denkt man auch so, das hat Wolfgang M. Schmidt in seiner Kritik schön gesagt. Die ich hier auch unterverlinke. Im Sinne von, das darf man nicht machen, diese Kritik, diese Zeit einfach so, ja, das war mal so. Und auch die Dinge sind ein bisschen... Wenn man tatsächlich eine tiefe Analyse, wie M. Schmidt sie gemacht hat, machen wir hier nicht. Nein, wir regen uns einfach nur auf. Scheiße. Weil, warum hat der in Romy gewonnen für bestes Drehbuch? Warum? Weil, also wirklich. So, keine Ahnung, man hätte es ja irgendwie anders inszenieren können, aber das Problem ist auch, wie die Story sich erzählt, ist absolut schrecklich. So, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, dann Riesensprung und ja, es funktioniert nichts, weil es geht darum, Florian David Fitz und Matthias, ja, ja, Schweighöfer haben eine Technikfirma, wollen die verkaufen, kriegen 4 Millionen dafür, wetten, wenn sie, dass sie 100 Tage ohne ihre 100 Dinge auskommen, können sie jeden Tag... Sie wetten das anscheinend zweimal, zwischenzeitlich. Genau. Manchmal haben sie keinen Bock mehr und dann wieder... Das allergrößte Problem für mich ist die tatsächlich sexuelle Selbstdarstellung von Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer, die wahrscheinlich richtig hart gepumpt haben für den Film und richtig gut aussehen, aber naja, nackt rumlaufen, nein, nee, dafür sind wir zu prüde. Es ist wirklich so, es ist wirklich für mich eine reine Selbstinszenierung von, guck mal, wie gut wir aussehen, oder? Wir könnten das auch machen, weil wir keine Abonnenten mehr. Upsi. Nein, jetzt mal ernsthaft, das ist auch ein Riesenproblem, genau. Dieses, warum stellt man sich so dar? Stefan Orson Welles hätte sich so in ein Drehbuch reingeschrieben. Man ist Autorenfilmer, das heißt, er selbst ist ja das A und O des Films. Ja. Da Florian David Fitz ist kein Unbekannter. Was hat er eigentlich gemacht für Film? Der ganze Tag. Das perfekte Geheimnis. Das perfekte Geheimnis? Ist er nicht da auch dabei? Ist er dabei, aber dadurch das Drehbuch. Weiß ich doch nicht, vielleicht. So schlecht wie das ist, ja. Nee, das war Bora Daktiki. Genau, Daktiki. Okay. So, und jetzt einfach das Problem mit 100 Dinge sind, die 100 Dinge sind egal. Und natürlich, man wirft zwischendurch mal Marx ein und Kapitalismuskritik und früher, da war alles so viel besser und so geil und so schee. Aber der Film hat für mich überhaupt, hat keinerlei Konstanz in irgendwas. Er ist nicht lustig, er ist nicht romantisch. Auch wenn man sich 30 Minuten Zeit nimmt, irgendwelche Sexszenen zu drehen, super, okay. Der Tierschwerkörper ist irgendwann zwischenzeitlich blind, weil er irgendwas in seinen Augen eingewachsen ist, was nicht witzig das ist. Das war wie in der SpongeBob-Folge, was immer gesagt wird. Kennst du die Folge mit dem Zehennagel? Ja, oh Gott. Ja, da habe ich immer dran denken müssen. Ja, Fitz und Schwerkörper schlagen sich 3 bis 4 Mal in dem Film. Ja. Es gibt keine Chemie zwischen den beiden. Was komisch. Null, was also, ganz komisches. Nicht, also zwischen den Charakteren, das ist noch ein bisschen anderes. Da auch nicht. Und auch nicht zwischen den beiden, obwohl es merklich ist, das sind ja gute Kumpels. Das wäre, als würden wir, weiß nicht, Parodie von Robert Hofmann-Video drehen und da würde irgendwas nicht stimmen. So. Und wir hätten keinen Bock eigentlich daran, den anderen zu sehen oder zu schauspielern. Das ist irgendwie ganz komisch, finde ich.
bei allem anderen, was wir geguckt haben, was hatten wir denn da? Weiß ich nicht. Alle waren scheiße, aber hier ist ja noch weniger. Hotdog zum Beispiel. Aber Hotdog, aber Hotdog hatte im Nachhinein fantastische Actionsequenzen und er war tatsächlich witzig. Und irgendwo blöden Humor. Es war ein sauschlechter Film, also unsere Kritik steht, aber der Film war schlecht. Nur der hier, so. Wir haben ja auch den gesehen. Männerhort beispielsweise, Das ist nur eine Ausrede der Film, weil da gibt's, das ist für mich nicht mal, da ist ja nicht mal Versuch gestartet worden, ihn einen Film zu drehen. Deswegen kriegt er auch so einen Pass eigentlich. Dann noch Viel macht Lars. Und 100 Dinge, da stimmt einfach gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr. Der war, den mochte keiner eigentlich, aber er hat Preise gewonnen. Die Kritiken sind okay, weil Wikipedia ist so ein langer Artikel über die Kritiken, wie gut der Film doch sei. Und warum? Für uns, das ist für mich ein 0 von 0 Punkten Film, der sollte da nicht bewertet werden, aus meiner Sicht. Das ist halt wirklich, das ist, wenn Leute sagen, deutscher Film ist schlecht, dann denke ich wirklich an diesen Film, weil einfach, sowas will man doch auch im Ausland nicht kaufen. Oh ja, das ist Warner Brothers, ja. Das ist so Film geworden, das Luke Mockridge. Das ist einfach nur schlecht. Das ist aus Edgar Wallace geworden, die Leute sind doch Fanate gewesen. Da ja. 100 Dinge, das macht doch auch in den USA niemand mehr. Das ist auch da schon outdated. Vor allem ist das ja auch so eine alte Art von Comedy. Das klingt so 100 Dinge. Man gibt seit, wann ist das? 2007? So klingt das vom Skript. Also ganz ehrlich, an dem Film passt gar nichts. Die Story nicht. Später lernen sie noch eine Freundin kennen, die kaufsüchtig ist und streiten sich um die. Aber das wird so komisch nebenbei erzählt. Und dann sitzt sie da und nur schon. Das ist die Hauptaussage eigentlich, irgendwas mit der Frau da, dass sie die Frau nicht abkriegen und sowas. Bis auf die eine super gute Szene mit unserem russischen Topmodel, der irgendwie ja tatsächlich eigentlich ganz okay ist, weil, keine Ahnung, er spielt halt Mark Zuckerbergs. Spielt Mark Zuckerberg, wollte er sagen, das ist ein böser Bruder, aber nee, braucht man hier nicht. Der dann flucht und David Fitz so intim. Er wird nicht intim mit dem, sondern er versucht sich so ein bisschen einzuschüchtern und sagt: Ja, komm zu uns und bla bla und irgendwas, irgendeine Tech-Firma soll ihn verraten. Und David Fitz sagt dann: Wo soll ich hinkommen? Auf die dunkle Seite? Das ist so schlecht. Nein, mein Freund, in mein Auto. Okay, das ist grauenhaft. Das war die einzige Szene, wo ich aber sagen musste, da konnte ich vielleicht schmunzeln. Und das Schlimmste war wirklich, wenn Florian David Fitz anfangen musste, Emotionen darzustellen. Also Schweighöfer ist kein guter Schauspieler. Der in dem Film so eine kunststiefe Stimme hat. Ja. Er hört sich ganz komisch an. Er klingt, als müsste er sich räuspern immer. Er sieht aus wie eine Transsexuelle. Entschuldigung, no offense, aber er sieht aus wie ein transsexueller Mann. Das ist komisch irgendwie. Und Florian David Fitz sieht halt einfach aus wie ein 0815 Mensch. Er sieht wirklich aus, als hätte so einen Katalog aufgemacht, einen ausgeschnitten. Oh, hier ist er. Und diese beiden. So viele Leute davon in Deutschland. Ja, kennst du The Changeman auf YouTube? Der sieht genauso aus. Das sind super Katalog-Schauspieler. Sind das. Du machst einen Katalog auf, guckst, der sieht fertig hier. Und dann sehen die halt alle, als hätte sie auf Wish bestellt. Yes, Schauspielen auf Wish bestellt. Und das ist auch der ganze Film leider. Also wirklich ganz schlecht. Also ich möchte gar nicht weiter darüber reden. Nee, weil eins halt noch, gerade wieder, was hier das große Problem ist, das Sponsoring. Ganz schlimm in dem Film. Billy Boy, Kondomhersteller, hat diesen Film gesponsert. Okay, und in dem Film. Was? Warte mal kurz. Die Kondomhersteller sind dadurch gefickt. Da wurde wieder von 1000 Firmen bewirtschaftet und erwirtschaftet. Ja, und natürlich auch deutsche Filmförderung, weil deutsche Steuergelder. 13 DZ-Gebühren erhöhen alle. Oh, Steuergelder für 100 Dinge ausgeben. Ja, das ist ja okay. Die doch tatsächlich also das finde ich eigentlich ein größerer Punkt, als sich über GZ aufzuregen, dass Steuergelder für die Sachen wie 100 Dinge verschwendet werden. Ja, weil ich meine, warum müssen wir so einen Scheiß mitfördern? Kann man das nicht selbst finanzieren? Muss Florian David Fitz sonst wie viele Millionen für diesen Film verkriegen? Das kannst du nicht verstehen. Also, das ist doch nur Geld, eigentlich nur Geldmacherei wieder von Firmen, die schmeißen Geld da rein, Leute gucken sich's an, kein interessiert's. Weiß ich nicht, Autos fahren immer noch weiter durch Deutschland. Keine Ahnung. Es ist ja nicht nur Michael Bay schlecht im Sinne von einfach sexistisch oder irgendwas. Es ist halt einfach nur komplett egal. Da ist ja überhaupt kein Gedanke drin. Es ist einfach nur schlecht. Ja, das ist einfach nur scheiße. Und es ist hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir uns über einen deutschen Film aufregen, weil es gibt jedes Jahr einen neuen schlechten deutschen Film. Wir müssen jetzt das perfekte Geheimnis gucken. Ihr habt den nicht gesehen. Naja, da wird es wahrscheinlich eher so ein. Obwohl. Wie sagen wir jetzt? Okay, wir haben jetzt den schlechtesten deutschen Film aller Zeiten gesehen. Jetzt kann es doch eigentlich nicht schlechter werden. Ja. Haben wir das erste Mal auch schon gesagt, als wir Coco W. gesehen haben. Stimmt. Und Viel macht Lars und Männerwort. Und Hotdog. Coco W., der einfach so im Nachhinein so harmlos wirkt, wenn man man war so oben am Mülleimer und jetzt steckt man bis zur Hüfte drin. Oh, ey, ganz schlimm. Also aus unserer Sicht einer der schlechtesten deutschen Film aller Zeiten. Füllung David Filz, Matthias Schweighöfer. Hört einfach auf, irgendwas zu machen. Ihr seid
furchtbare Menschen. Wofür ist Hans Albers gestorben? Ja, damit Hamburg wieder cool wird. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht. Tschüss.